Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, und heute habe ich für euch die Just Kick It Ausgabe vom April 2020, also Nummer 0420. Ja, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass hier die Just Kick It heute kommt. Und ja, darin enthalten sind hier zwei Booster der Euro 2020 Serie. Eigentlich muss man jetzt sagen 2021. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Limmys, und zwar einmal Manuel Neuer und Cristiano Ronaldo. Und dann ist hier noch ein Powerpucks, oder wie sich das nennt, ist hier noch dabei. Und noch vieles mehr, und das sehen wir alles nach dem Intro. Bis gleich und juhu. Ja, heute gibt es die Just Kick It April-Ausgabe und wir fangen am besten mal mit der Zeitschrift selbst an. Wir nehmen hier das komische Teil hier mal ab. Ich habe hier schon mal eins gehabt. Ich habe nämlich zweimal die Just Kick It hier. Einmal bekomme ich es ja zugeschickt von Panini. Nicht gesponsert, sondern selbst gekauft. Und einmal habe ich es mir so gekauft. Aber egal. Jo, was haben wir denn hier drin? Wer hat schon EM-Form? Ja, EM ist ja leider dieses Jahr nicht. Ist ja verschoben worden auf 2021. So, da haben wir hier noch sechs Poster drin. Und zwar haben wir hier Messi drin, Mbappé, dann haben wir noch Gündogan, Brandt, Alaba und Coutinho. Dann EM Team Check England. Ja. So, dann schauen wir mal. Hier sehen wir den Inhalt. Brauchen wir uns gar nicht so weit mit befassen. Dann gehen wir mal weiter auf die nächste Seite. Da haben wir hier die. Ja, hier wird Werbung gemacht für die Trading Card Serie der Euro 2020. Ja. Yeah, schon wieder ein Adrenalin XL Match gewonnen, sagt hier Marco Reus. So, dann hier die zwei Limmys von Neuer. Mit mir im Kasten gewinnst du jedes Match. Naja, okay. Wenn der das sagt. Cristiano Ronaldo, als Europameister habe ich mir eine exklusive LE-Card sowas von verdient. Joa. Dann hier diese komische Disc hier. Keine Ahnung. Meine Katze spielt ja gerne damit. Ja. Dann haben wir hier, wer ist schon in den EM-Form? Ja, Bundesliga ist gestoppt, EM ist verschoben, Champions League ist auch verschoben. Ja, also ich finde die deutsche Elf hier eigentlich ganz okay. Im Tor Manuel Neuer als mitspielender Torwart ganz okay, aber sein Alter ist auch schon. Ja, also ich würde sagen, vom ja, spielerischen her nicht, aber vom Torwartspiel her ist Ter Stegen für mich besser, finde ich. So, dann haben wir hier Klostermann auf der rechten Verteidigerposition. Da hätte ich normal lieber Kimmich. Dann hier Süles, okay. Aber der ist ja auch eine lange Zeit hier jetzt verletzt gewesen. Dann haben wir noch Ginter, Schulz. Kimmich auf der 6 hier mit Toni Kroos nebendran. Marco Reus, Serge Gnabry, Leroy Sané und Timo Werner. Also im Sturm würde ich jetzt nichts verändern. Marco Reus ist auch okay. Toni Kroos, da würde ich dann hier Emre Can hier noch nebendran machen. Kimmich hier rüber. Vielleicht würde ich noch Hummels zurückholen. Dann mit. Wie heißt er? Entweder Tah oder wie heißt der andere, wo bei Chelsea spielt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ah, egal. Ihr wisst bestimmt, wenn ich meine. Oder ist er hier vielleicht irgendwo abgebildet? Vielleicht steht es ja auch hier drauf. Ich Depp. Ginder, Chan, Koch, Kehrer. Ah, Rüdiger meine ich, genau. Den habe ich gemeint. Rüdiger.
So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal, wer ist schon in M-Form? Ja. Gehen wir weiter. Die Mannschaft auf dem Weg zu EM. Ja, hat sich erledigt. Gewinne einen Kurzurlaub im Europapark. Das kannst du gewinnen. Oh, hier kann man irgendwas von der Serie gewinnen. Nicht schlecht. Dann haben wir hier Playmobil-Werbung. Stimmt England zum Titel? Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Dann haben wir hier Jadon Sancho. Ein sehr klasse Spieler. Fragt sich nur, wie lange er noch bei Dortmund ist. Marktwert von 120 Millionen. Also wenn er jetzt noch eine Saison bleibt, also hier nach der, und sich hier noch der Wert steigt, also wenn er noch weiter so in dieser Form spielt, genauso wie Erling Haaland, also wenn er so weitermacht, gut, die letzten ein, zwei Spiele hat er, glaube ich, nicht getroffen, glaube ich. Ich will aber hier nichts Falsches sagen. Also im letzten Spiel weiß ich, dass er nicht getroffen hat. Mitmachen und gewinnen hier. Tippe den Europameister. Dann hol dir das Just Kick It Abo. Oh, da bekommt man 50 Packs. Aber ich glaube, wenn man 2 Jahresabo abschließt, bei einem Jahresabo bekommt man 20 Packs. Also fast die Hälfte von einem Display. So, dann kommen wir hier zu den Postern. Hier Leroy Sané, ein Teil von dem Großen hier, als lebensechte Person, als Poster. Hier haben wir dann Messi die Hälfte, Alaba die Hälfte, Julian Brandt die Hälfte, Coutinho, Gündogan, oh hier, Kylian Mbappé, ja Mann. Also wäre es jetzt Neymar gewesen, hätte ihn rausgenommen und zerrissen. Neymar ist für mich unterste Schublade. Voll der Schauspieler. So, ja, hier, das ist eher was für Kinder, wo Fußballfans sind. So, Serge Gnabry, mein schönster Moment im Nationaltrikot. Wow. Dann haben wir hier wieder irgendwas von der UEFA Euro 2020 Adrenalin XL Serie. So, da haben wir hier die Mini-Tin, die Big-Tin, dann haben wir hier Blaster-Box. Ich glaube, die Blaster-Box zum ersten Mal hier in der Serie. Dann haben wir die Premium-Gold-Tüte, die wird es bei mir vielleicht auch noch geben. Premium-Tüte. Dann haben wir hier, DFB-Magazin, wann kommt denn das raus? 21. März, das ist am Samstag. Samstag kommt die Serie, Dings raus. 15. Mai, Just Kick It. 3. April, Just Kick It. Und nochmal Just Kick It. Dann haben wir hier Fat Pack. Habe ich auch eins hier liegen. Kommt entweder auf Stimmi und OP oder hier auf dem Kanal, werdet ihr sehen. Ist ja auch ein Limi enthalten. Oder 3 sogar? Ne, eine von 3, okay. Und dann haben wir noch Blister. Das Starter-Set kam ja vorgestern. Am Dienstag. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier die Fantribüne. An die Karten fertig los. Dann haben wir hier noch Lesetipp. Oh ja. Könnt ihr jetzt alles selbst lesen, wenn ihr euch die Zeitschrift kauft. Hier haben wir auch noch was. Die letzten 4 EM-Tickets. Knifflige Kicker-Knobeleien. Dann kommen wir hier schon fast zum Ende. Leser Top 11 des Monats. Wie kann man hier Neymar reinmachen? Also echt. Dann haben wir hier Messi, Ronaldo ist okay. Sancho, also hier hätte ich lieber Gnabry hingemacht. Gnabry, Messi, Ronaldo. Sancho, Groß, Pogba. Dann haben wir noch Hernandez. Oh, der war da auch eine lange Zeit verletzt. Warum ist der hier drin? Egal.
denke mal, das ist irgend von einem Fan. Ah, von ihm hier. Von ihm hier. Er ist ein Bremer Fan und ist kein Bremer drin, aber egal. Ramos, Van Dijk, Piqué, Ter Stegen. Ah, ist eigentlich ganz okay. Hier sind noch mehrere, sehe ich gerade. Oh, hier. Das ist aber schon ein altes Bild. Noch immer Atletico-Trikot, obwohl er gar nicht mal da spielt. Naja, Kabikel aus. Im nächsten Heft hier. Da kommt hier wieder. Eine große? Was? Im Superformat. 14x10 cm. Eine Limited Edition von Serge Gnabry. 8 Originalkarten. Und dann hier noch ein Schiedsrichter-Set. Oh ja. Kommt raus am 3. April, freitags. Falls die überhaupt arbeiten hier, Panini, in Italien ist ja im Moment echt, ja, was los hier. Ihr wisst ja warum. Dann zeige ich euch mal noch die Limis. Hier haben wir Manuel Neuer als Limi. 96 Abwehrwert, ja, kann man mal nehmen. Dann haben wir Cristiano Ronaldo. Der hat einen Angriffswert von... 100 oder 94? Ist jetzt der Angriffswert hier die 100? Ich glaube hier die... Das Blaue ist, glaube ich, der Angriffswert. Das Gelbe ist, glaube ich, nur... Ja, Mittelfeld. Als Mittelfeld gedacht. So, dann schauen wir mal die zwei Booster noch. Vielleicht ziehen wir hier noch irgendwas Gutes. Was heißt ziehen? Vielleicht. Ah. So. Da haben wir Donny van de Beek von den Holländern. Dann haben wir als nächstes Jan Sommer. Dann haben wir hier Yusuf Yacici. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Da haben wir hier Wladimir Kufal. Dann haben wir hier Nikola Vlasic. Dann haben wir hier Michi Batshuayi, der ehemalige Dortmunder. Dann haben wir Marcel Sabitzer von Leipzig. Und als letztes haben wir hier Fans Favorite Marco Reus. Ja, yeah, Mann. Der Marco. So, nächster Booster, also letzter Booster aus der Just Kick It. Ich glaube, die haben auch weniger Special-Karten hier drin. Da haben wir Rodri von Spanien. Warte mal, die Special-Karte machen wir extra. Base-Karte, da haben wir hier Paulus Araujo oder keine Ahnung. Achuri. N'Golo Kanté, klasse Spieler. Dann haben wir hier Roman Jaremschuk. Dann haben wir Robin Olsson von den Schweden. Dann haben wir einer von den Russen, Alexei Ionov. Dann haben wir noch Rafael Guerreiro von Portugal, der wobei Dortmund spielt. Und dann haben wir hier noch Mittelfeld, Engin, Delaney, Eriksen und Højbjerg. Ja, nicht schlecht. Und dann kommen wir hier noch zu diesem komischen Power Pucks, wo ich ja schon einen habe. So, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, noch irgendwie so ein extra Teil, wo man das reinmacht und dann schießt das. Ja, keine Ahnung. So, hier sieht man, die kann man alles sammeln, aber mache ich nicht. So, ich mir den Quark hier. Quark. Gebe ich meiner Katze, da kann ich damit spielen. Ja, so sieht das Teil aus. Ah, soll eine Rakete sein hier. Tja, das war's mit der Just Kick It vom April. Also ich werde jetzt versuchen, alle drei Tage irgendwie ein Video zu machen. Falls mal keins kommt,
ist es halt so. Also das nächste Video würde dann am Samstag kommen. Ja. Dann entweder das Fatpack oder irgendwas anderes. Vielleicht kommt das Fatpack auf Stürmi und OP, weil da kam auch schon lange nichts mehr. Da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder Livestream. Und dann würde ich sagen, bis dann, ciao und auf Wiedersehen.